Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit dem wunderbaren Mod War of the Walker. Ja, ihr seht, die zweite Folge war nicht allzu erfolgreich am Ende. Ich darf jetzt erscheine auf dem Bett oder erscheine beim Bett auswählen. Aber ich hatte, glaube ich, noch gar kein Bett, ne? Oder habe ich schon einen Schlafsack gelegt? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Tag 3, 2 Uhr nachts. Ich glaube, ich sollte mich einfach erstmal verstecken. Ganz wichtig, was ich jetzt finde, ist, wir sollten es schaffen, in einen Waldbiom zu kommen. Es ist unerträglich kalt, es ist unerträglich heiß, es ist unerträglich irgendwas irgendwie immer. Und wir schaffen das hier so mit diesen Strapazen am Anfang überhaupt nicht zu überleben. Na, mir wird natürlich jetzt gerade kalt, ich sehe das. Und ja, ich habe natürlich dicke, fette Wellness verloren. Und alles, was ich im Gürtel trage. Auch mal interessant zu sehen. Das, was wir hier drin haben, behalten wir dann dementsprechend. Wir haben noch eine Schrotteisenaxt. Hört sich krass an. Die gehört natürlich zum Mod, wenn mich nicht alles täuscht. Und Schrotteisenschaufel. Alles Werkzeuge, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Dürfte ich mir dann einen Bau machen, einen neuen? Ich habe ja noch ein bisschen Zeugs. Mir fehlt wahrscheinlich Fiber, ne? So. Witzigerweise war meine Aufnahme zuvor heute mal gerade wieder nicht zu starten. Also das ist eine Katastrophe. Bow. So. Außerdem bin ich seit 2 Tagen oder seit 3 Tagen mit dem Machen dieser Wohnmobil-Geschichte zugange. Jetzt steht es ja vor der Tür. Alles ist safe. Ich habe auch das erste Video gerade ganz fix gemacht. Keine große Nummer. Aber ja, es geht langsam los und in vollen Zügen. Es wird ein Riesenspaß. Fertigen. Komm, ich mache mir direkt mal einen Flitzebogen. Einfach mal, was wir können. Welche Stufe wird er haben? Stufe 25, alles klar. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Da könnten wir ja eigentlich mal in unser... Also wir sind immer noch... Ja, eigentlich richtig versteckt fühle ich mich hier nicht. Aber es wird doch gleich kalt. Ich will so kein Feuer anmachen. Also wir sind am Tag 3. Da oben steht 4. Das ist ja... Ist das meine Stufe? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, dass ich schon Stufe 4 bin. Ne? Also so gut bin ich nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Also können wir ja mal auf unser Büchlein gucken. Wo haben wir den Spaß denn? Skills. Und wir haben ja schon Punkte, glaube ich, gesammelt. Ne? Waffenschmied zum Beispiel. Könnten wir... Wo steht denn verfügbare Punkte? 31, okay. Ne? Waffenschmied ein bisschen besser. Werkzeug ein bisschen besser. Feuerwaffenschmied noch nicht. Wissenschaft, Rüstungsschmied. Das Kamel. Weniger trinken. Du wirst langsamer durstig. Auch sehr geil. Lauf aus Lauf. Wie viele Punkte habe ich noch? 22. Mehr Ausdauer. Pro Rang 10% weniger Ausdauer. Schnelleres Fertigen. Das finde ich noch nicht so wichtig. Farming. Jetzt wäre sowas wie Hunger natürlich noch top. Was bist du? Verlangsamt mit dem Metabolismus. Das hört sich doch schon mal gut an. Dürfen wir bis jetzt noch erst einmal machen von 5. Wichtig ist halt, dass man diese Punkte halt erlernen sie, man Tuchrüstung herstellt. Ist das wichtig? Ich mach das einfach. Ich erlerne es. Handwerk, 9mm Patrone, Mortar und Pestel. Das ist vielleicht wichtig. Armor Crafting und die letzten Punkte. So. Damit haben wir unsere Punkte bei War of the Walkers ausgegeben. Aber es gibt natürlich für die Level neue. So, ich kraxel mal ganz langsam hier weiter. Jetzt hätte ich natürlich viel besser einen gebrauchen können. Ein bisschen besseren Level, weil wir ja gelevelt sind. Vielleicht könnte ich ja einen neuen bauen. Dann können wir den hier einfach rauswerfen. Und das dann krasse Stufe 50 ist natürlich viel besser, ne? Da liegt er. Früher hat er sich immer so gedreht, das sah mal witzig aus. So, ja, genießen will ich das Spiel in vollen Zügen. Ich freue mich da mega drauf auf die Mod. Sie ist ja sehr, sehr, sehr viel umfangreicher als 7 Days to Die. Ich habe in den letzten Kommentaren gelesen, wie teuer die Mod ist. Na, die kostet natürlich kein Geld. Mehrere Leute haben auch Links gepostet. Könnt ihr gerne machen, kein Problem. So, 4 Uhr, ich darf wieder laufen. So, Links gepostet, wo die auch ohne Anmeldung und Registrierung, ich finde das immer ganz furchtbar, wenn man es runterladen will, dass man sich da überall registrieren muss. Was hat denn der Mensch davon, wenn ich mich da registriere, aber doch nichts lese auf die Seite, ne? Okay, noch ein Ei. Das ist ein Stein. Also irgendwie muss jetzt Wald gefunden werden. Ich möchte jetzt ein vernünftiges Biom haben. Ich weiß, dass da irgendwo eine Stadt war. Da hinten ist der Trader gewesen. Aber wir haben hier noch eine Wüste. Das ist ein bisschen komisch, ne? Wüste und Schnee nebeneinander. Ach ja, wir hatten tatsächlich ein Bett in dem Haus. Wir können uns auch einfach mal durch die Wüste begeben. Also, ich weiß nicht, wir gucken mal auf die Temperatur. Jetzt steigt sie.
Also man kann sich ja eigentlich da so super lang ranhangeln, ne? Ich werde auf jeden Fall nicht im Wasser gehen. Das ging weit nach hinten los. Oh, man hat eine mega Weitsicht, aber man weiß gar nicht, welches Biom da hinten auf einen wartet. Na, ich bleib mal so an der. Das ist die KI. Die NPC. Ich hoffe, die schießen nicht auf mich. Hört sich irgendwie so an, ne? Ich helfe ihr mal. Bitteschön. Bitteschön. So, was ist, wenn ich sie töte? Was hat sie denn? Die hat eine. Wow. Kann ich sie denn auch töten? Ich sag mal, wir haben jetzt nicht so viel zu verlieren. Aber sie ist ganz schön aktiv, ne? Ach, ich weiß, das ist keine gute Idee. Weil sie ein Maschinengewehr hat. Aber scheinbar ist sie ein ganz schlechter Schütze. Bleib mal stehen. Wie viel Schuss habe ich hier noch? Nicht viel. KI. Oh Gott, die interessiert sich nicht dafür. Mein Gott, das ist aber nicht durchgehend am Bewegen sich. Ob die überhaupt tot gehen kann, ist die Frage. Ob das Sinn macht, die zu töten, ist die andere Frage. Ob sie vielleicht mich da nicht mögen mehr. Mein Gott. Junge Dame. Oh, im dicken Popo. Wisst ihr was? Ich glaube, damit werde ich da sehr viel erfolgreicher sein. Okay. Das tut mir irgendwie leid. Oh, wir können sie nicht looten. Die sterben also völlig umsonst. Es tut mir leid. Sie war so hübsch. Sie war so hübsch und ist weg. Okay. Ich habe sie völlig umsonst getötet. Aber das müssen wir doch experimentieren. Da bleibt uns doch gar nichts anderes übrig. So. Das ist ein interessantes Ding, das Brock geschmiedet hat. Das Eisen. Ich habe ja wirklich noch nicht viel erreicht. Tatsächlich, was war das denn? Loose Boards Block. Trap. Okay, eine Falle. Geil. Okay, wir müssen hier so viel verdammt nochmal lernen. Das wird so geil. Stone. Ach, das liegt immer so derb. Stone Axe wollte ich eigentlich. Oh gut, no, da ist sie. Steinaxe will noch haben. Fasern. Okay. Keine Problem. Das gibt wohl Holz, ne? Also doch ein Problem. Da. Ne, ist das Yucca? Nicht Yucca, das ist, was ist das? Aloe Vera, glaube ich. Okay, wir laufen jetzt einfach mal, ne? Wir brauchen jetzt ja nicht dringend eine Holzaxt. Wir wollen ja erstmal ein bisschen was schaffen hier, ne? So. Also ich nehme mal die Beine in die Hand und ich drücke mir einfach die Daumen, dass da Waldbiom kommt. Ich kann nicht in eine Wüste und im Schnee starten. Das ist zu heftig. Das ist einfach zum Start scheiße. Guck mal hier. Ja, das macht Spaß. Als Herausforderung, ja, aber ich bin einfach immer zu ungeübt, wenn ich nach 10.000 Jahren das Spiel wieder spiele. So. Papier. Und gleich zweimal. Da steht Blueprint-Papier. Ist wahrscheinlich nur Papier für Blueprints, kann das sein? Das wäre mal interessant. So. Boah, wir haben noch so viel zu entdecken. Es wird eine riesen Gaudi werden, auf jeden Fall. So. Einfach Yuccas mit einpflanzen. Die kann man trinken, das ist schön, ne? Das lässt einen in der Wüste doch ein bisschen überleben. Sag mal, eine Ausdauer. Ja, wenn es das lange Wüste ist, habe ich ein Problem. Da ist ein Zeltlager. Ich fertige mal eine Steinaxt, denn wir brauchen ja Pfeile. Arrow. So ein Pfeil. Arrow. Weiß jetzt nicht mehr, wie Pfeil geschrieben wird. Warte mal. Oh, das ist super, super, super laggy. Und das stört so mega. Das stört wirklich. So, Rohstoffe, Werkzeuge fallen. Waffen, Munition, da müssen wir ja da finden.
Eisenpfeil, Moon. Federn. Habe ich keine? Wo sind denn? Ich habe doch gerade sogar Federn gesammelt. Hätte ich schwören können. Shit. Okay. Das ist auch ein 50er Werkzeug. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal verbessert, was Werkzeug betrifft. Sehr gut. So, aber ich muss jetzt hier aus der Wüste raus. Das hat alles keinen Sinn. 10 Pfeile. Das ist ja mal nix. Oh, unser Skill. Ah, ja. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ich glaube, man kann sich im Wasser abkühlen, aber dann ist man ja nass. Wow. Was ist das? War das ein Hund? Himmel, Herrgott. Ich glaube, ich habe Kontakt mit Hunden. Ich laufe jetzt einfach mal durch, ne? Also meine Ausdauer ist gut. Die ist sogar spitzenmäßig. Da ist eine Ortschaft. Wow, ich habe aber richtig gut Ausdauer. Bei der Temperatur nicht schlecht. Das kann ich, die werden mich töten. Ich werde nicht aus diesem Schneebiom rauskommen. Ich werde es nicht schaffen. Ausdauer ist gleich... Ja, bei der Hälfte erstmal. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh, wo kamen die denn plötzlich her, ey? Puh. Aber war ein Satz Fehler, ne? Mit einem Ding, 22 Stück, gar nicht schlecht. So. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal eine ordentliche Ecke finden, wo wir anfangen können zu survivalen, weil das Ganze doch zu heftig für mich ist hier. Die Hunde, Gott sei Dank, lassen die ab. Gott sei Dank. So, 90, oh Gott. Temperatur ist nicht gut. Da ist eine Ortschaft. Aber es kann ja nicht dauerhaft Wüste bleiben. Und ich glaube, hier nass werden ist gar nicht so schlimm. Na, die Hütten, die lasse ich mal aus. Die sind ja eigentlich nie gut. Außer wir wollten jetzt was essen. Was kriege ich denn, wenn ich so eine Yucca-Mampf... Was ist ja gar kein... Doch, eine Yucca-Frucht essen... Nur essen, kein Trinken, okay. Scheiße, ich hab mein ganzes Wasser voll. Okay, so viel Wasser hatte ich auch nicht mehr. Also ich könnte noch eine Pille kennen schlucken. Gibt's ein bisschen HP. So. Und jetzt sehe ich natürlich da hinten die Ortschaft. Ich gehe nicht durchs Wasser. Ich spare mir mal die Abkühlung. Wohl nass sein. Ich weiß nicht wie. Was ist denn jetzt? Jetzt habe ich kein. Jetzt habe ich komplett Durst. Oh nein, die Pille, die hat den Durst verursacht. Kannst du denn, kriegst du dadurch was? 1%, wow. Halt dich, okay. Das ist sehr wenig, was wir gerade bekommen. Habe ich nicht noch was anderes? Irgendwas? Honig? Mann, der trägt doch ein Glas Honig. Das muss doch funktionieren. Scheiße. Immer wieder was Neues. Immer leben wir noch. Boah, wie sieht der denn aus? Voll der Hulk. Voll der Lag. Der hat ja coole Sachen. Wow. Ich weiß, ich muss mich hier wegbewegen. Und ich laufe rückwärts bei Kakteen. Oh. Boah, der sieht aber echt böse aus. Ich hätte mal die Axt nehmen sollen. Das wäre vielleicht klüger gewesen. 3 Pfeile noch. Oh. Völlig umsonst. So eine kurze Abkühlung im Wasser. Wäre das vielleicht möglich? So in der Wüste? Ne, Temperatur steigt sogar noch schneller, ey. Gefühlt. Ich muss hier verdammt nochmal aus der Wüste raus. Ich wollte doch nur aus dem Schneebiom raus. Hab Probleme mit der Kälte. Jetzt habe ich Probleme mit der Hitze. Das ist sehr seltsam. Und natürlich auch Probleme mit der Flüssigkeit. Ich dachte, wegen Yucca bekomme ich eigentlich. Ein bisschen was an Flüssigkeit dazu. Aber in ein Gebäude werden wir wahrscheinlich schon... Guck mal, 19%. Wir trocknen auf jeden Fall sehr schnell hier. Das ist schon mal was Gutes. Könnte noch viel mehr Federn gebrauchen, aber momentan ein anderes Problem. Hallo, Zombie. Hä? Habe ich nicht eine Ortschaft gesehen gehabt? Nur ein doofes Zelt. Ernsthaft? Die ist wahrscheinlich dahinter, aber das sieht aus, als ob ein anderes Biom kommt. Aber meine Ausdauer ist ja bombig hier, obwohl wir voll Durst haben. Es ist großzügig mit mir, das Spiel. Was fehlt denn? Eisenspitzen, wollte ich doch gar nicht. Eisenpfeil, da. Machen wir mal die Pfeile im Hintergrund.
Können vielleicht was zu trinken hier abfarmen. Kein Zombie hinter mir. Ja, auf jeden Fall schon mal einen Rucksack, einen Kochtopf, da liegt ein Zombie. Ist doch bestimmt auch einer. Kühlbox. Wird hier kühler drin? Nein. Maismehl. Oh nein, das kann doch nicht sein. Wow. Kamen die denn plötzlich her? Da, die habe ich geweckt, tatsächlich. Wow, ist sonst nichts. Hallo du, ich bin langsamer mittlerweile. Weil, ja, wahrscheinlich überhitzt, ne? Da, 113, ach du Jemine. So, was ist das für ein Biom? Steppe. Steppe ist wahrscheinlich nicht so heiß wie die krasse... Schlangen? Es gibt Schlangen? Seit wann gibt es Schlangen? So, was sagt die Temperatur? Die geht immer noch steil bergauf. Immer noch steil bergauf. Wow. Vielleicht fangen wir an zu brennen, wenn er so weitergeht. Athletik auf Level 8. Und du bist ja... Oh, hier gab es ja 7 Fertigkeitspunkte. Yippie, hooray. So, Temperatur... Ja, die geht aber wirklich... Boah, jetzt bin ich total überhitzt. Mann, ey, das ist so schwer, ne? So ein Start bei 7 Days to Die. Aber wenn man den erstmal hinter sich hat, ist die Sache geritzt. So, wir müssen in irgendeine Hütte... Ich kann bitte rennen. In irgendeine Hütte rein. Temperatur immer noch steigend. Hier ist eine dicke Ortschaft, in der können wir uns erstmal ausleben. Ich habe 21 Pfeile. Eine Schrottaxt. So, ich muss jetzt irgendwo rein. Das ist natürlich gesperrt, ja klar. Die Schrottaxt. Ne, die sieht aus wie die Steinspitzhacke. Oder Axt. Der sagt, ist immer noch am Steigen, Temperatur. Und sie steigt immer noch. Ich bin doch in einem Gebäude. Müsste doch Schatten geben. Kleber. Plündern ist jetzt auf Level 5. Also ich würde jetzt erwarten, tatsächlich Temperatur runterzukriegen, auf jeden Fall zu trinken. Weil ich muss jetzt irgendwas machen. Sonst ist Timmy tot. Die wissen, dass wer da drin ist. Ich würde nicht so einen Krach machen, hätte ich gesagt. Ja, guck mal im Kühlschrank rein, ne? Ich kann nicht mehr rennen, gar nichts. Temperatur steigt und steigt, obwohl wir im Gebäude sind, finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Ich komme auch nicht so ganz klar drauf gerade. Von wo? Ist sie so nah? Scheiße. Oh. Ja. Hier scheint etwas mehr zu Mist drin zu sein. Was ich jetzt nicht so begrüße, ehrlich gesagt. Was ist das denn? Oh, komm. Egal was das ist, ich nehm's. Irgendwo im Wasser. Da brennt. Temperatur geht runter. Habe ich gerade Vitamin B, jetzt habe ich Vitamin A, ne? Also ich nehme die nur. Einfach mal nehmen. Die sind oben auf dem Balkon. Temperatur geht runter. Das ist ein gutes Zeichen. Oh nein. Alter. Wo, ey, die war doch jetzt nicht da. Die war doch jetzt gerade nicht da. Mann, ich hab die nicht gesehen. Blut essen. Ich hab keine Bandage, ne? Ich sterbe. Wisst ihr was? Warum ist das Spiel denn so schwer?
Ich habe ja nur Trinken gesucht. Ich konnte ja nichts anderes machen. So, Moment, wenn es gleich wieder so im Keller. Warum kann ich Seven Days to Die denn nicht spielen, vernünftig? Auf dem Bett. So, ich bin ja. Hab mich jetzt dahin gespawnt. Mit dem wunderbaren Bett, Gott sei Dank. Gibt's hier keinen Alles-Nehmen-Knopf? So, ich kann ja gleich die Vitamine doch mal schlürfen. So, ja. Wir töten zwar Zombies, aber ich halte mich echt nicht wacker hier. Also eine Katastrophe, wie ich spiele. Was ist die so leise? Bin ich so los? Wow. Ich will immer essen, dabei macht das ja gar nicht. So, der Zombie hat mich schon mal wahrgenommen. Ist auf einer Tasche versteckt gewesen, ja, im Schrank. In Häusern ist das so gefährlich, ne? Wo? Wo kommt der denn auf einmal her? Schlafsack darf jetzt mal hier liegen bleiben. Oh, Dickmann ist das. Oh, wollte ich gar nicht schießen. Mist. Okay, erste Haus, safe. Temperatur geht steil bergauf. Wir müssen hier wieder weg. Ich muss hier einfach weg. Das ist einfach nur Mist. Ich muss in ein Biom kommen, wo es halbwegs wo wir halbwegs leben können. Guck mal hier, Mais. Ist das schwer. Oh, die ist ja schon fast kaputt. Oh. Ah, dicke Tante. Wo ist der Kopf? So, was zu süppeln. Obwohl, jetzt ist es nicht mehr so dringlich. Was sagt die Temperatur? Also sie geht auch im Gebäude so hoch, aber ich glaube, das wird dann mit der Zeit besser. Manche Schränke haben überhaupt keine Funktion. Was für ein hässliches Haus. Ach, ist das nicht das mit den Geheimverstecken und so? Außerdem, das Haus ist offen. Man kann hier durch die Preise bewegen. Eine Kerze. Eine gratis Lichtquelle. Nehmen wir gerne mit. Nee, das will ich nicht haben. Das ist kacki. Okay, wie spät haben wir denn? Ich sollte auch auf die Zeit achten. Ich könnte die vielleicht mal umstellen, weil das geht echt zu fix bei uns. So. Na, hockt da wieder irgendeiner rum, den ich wieder übersehen kann? Boah, ist das finster. Waschmaschine? Wow, viele Türen. Oh. Eine geile Ecke zum Überleben hier, ne? Aber das gucke ich mir an. Doof. Hätte ich sie looten können und hab sie zerschlagen? Oder habe ich jetzt irgendwie was über. Hä? Skurril. Äußerst skurril. So. Der Dachboden des Dachbodens. So schick hier, ne? Schöne Ecke, aber es ist wieder heiß. Es ist immer wieder heiß hier. Mann, ich brauche Wald. Ich bin der Einzige, also das Einzige, wo ich überleben kann in diesem Spiel, ist Wald. Außer man hat natürlich bessere Ausrüstung, aber ich weiß gar nicht, was verlieren wir denn? Nö, eigentlich nichts. Wir sind natürlich auch sehr dick angezogen jetzt, ne, für Wüste. Wir kommen ja aus den seltsamen Weise aus Schnee in der Wüste direkt. Und das sieht nach Steppe aus und das ist wieder Wüste. Mein Gott, Wüste, Steppe, Schnee, Schnee, Wüste. Wie sieht's denn hier aus mit Überleben, liebes Spiel? Was? Zoe Salon? Was ist das denn? Zoe? Was gibt's denn in Zoe? So. Zombie weniger, 21 Kills. Cool, dass das gezählt wird. Das finde ich voll mega attraktiv. Wow. Das ist eine Horde. Die mich gesehen? Nein. Ich habe mich nicht mitbekommen. Also es ist ein Friseursalon, ne? Zoe heißt sie. Friseurin, hallo! Was ist alles Friseusen? Da könnte noch eine hinter mir sein. Ja, eine
andere auch noch nicht down. Doch, war sie, tatsächlich. Wow. Kannst du Fritz hören? Ich sehe Beine, ich sehe aber keinen Kopf. Mal Verdacht schießen. Was? Das war voll durch. Boah. Down? Ja. Pennies. Ja, was soll ich jetzt? Soll ich mir eine neue Frisur besorgen oder was? Mülleimer, aber was soll da drin sein? Haare? Was machen die da draußen? Ich bin ein bisschen in Sorge. Oh. Dicke Tanten. So ganz typische. So, können wir was über Haare schneiden lernen? Wow. Wow. Ein Rezept. Ein Rezepto. Ich hau es hier ab. Scheiß auf die Horde. Das, was wir haben, haben wir. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Was hat die Temperatur? Boah, wieder über 100. Ich glaube, unter der Erde ist es kühler. In den Häusern selber ist es noch heiß. Ist das hier ein Händler? Bassbar? Gesperrt. Ach ja, die Bar kenne ich doch. Nochmal, Bassbar hat eine Kette gehabt, aber nicht so geschickt stationiert, finde ich. Ne? Plündern ist jetzt auf Stufe 6. Nochmal Bassbar, also etwas übertriebene, viele Bars. Warum loote ich jetzt das Auto? Ich musste eigentlich raus hier. Boah, ich weiß nicht mehr, was ich wegwerfen kann und nicht. Das ist ein Riesenproblem, was ich besitze. Ich sollte hier looten eigentlich, aber immer. Ich will in einem verdammt nochmal überlebensfähigen Biom, wo die Temperatur nicht auf 2 Milliarden Grad ansteigt. Und ich laufe einfach die Straße lang. Das kann ja nur gut sein. Was haben wir? Ein Hitze-Sonnenstich oder was? Nee, ne? 100, oh Gott, wir werden gleich wieder langsamer. Ich will jetzt nur ein vernünftiges Zuhause finden, wo wir anfangen können, vernünftig zu bauen. Sicher zu bauen und glücklich zu werden. Das sind Pfeile. Ich will den jetzt gar nicht töten, ehrlich gesagt. Obwohl. Was? Arsch. Was hast du davon? Gut, mal. Eine Wende. Oh, 25 Kills. Das ist KI, ne? Die ist echt seltsam, oder? Was mit dir? Ist hier nicht warm? Hallo, du. Typ. Die sind echt skurril, ne? So, okay, wir sind noch nicht tot. Wir sind zwar am Überhitzen momentan, aber ich bin der besten Hoffnung, noch eine Ortschaft, dass wir ein verfluchtes Waldbiom finden. Das sieht sehr grün aus. Oh yeah, Baby. Ich nehme die Beine in die Hand. Wir haben das geskillt. Und wenn das eine Waldstadt ist, dann haben wir es... Boah, wie geil das aussieht. Ja, natürlich die Texturen hier vorne überall langweilig, aber... Aber es sieht aus wie eine richtig interessante Stadt, ne? Und ich habe das Gefühl, ich glaube, ich habe Wald gefunden. Oh, das wäre mein Erfolg. Endlich mal ein Erfolg für mich. Ja! Wald! Temperatur geht immer noch hoch. Jetzt ist es so hoch, dass ich keinen Ausdauer habe. Oh, ja, es ist einfach nur keine Ausdauer mehr da. Und direkt eine fette Stadt. Ey, das ist ja super toll. Unterschlupf, Wasser, ja, ja, ja. Temperatur steigt, 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 steigt. Na, Wüste und Wald nebeneinander passt auch natürlich nicht, aber ist egal. Und da ist die Stadi, jawohl. Die werden wir in der nächsten Folge definitiv plündern, wenn wir jetzt hier irgendwie einen Schlafsack hinkriegen. Temperatur geht hoch, 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 hoch. Ich bin im Wald, hallo. Temperaturfall. Ich bin im Wald. Steigt weiter. Ja, muss ich erstmal akklimatisieren. Oh, ich hab's gefunden. Und dann auch noch so eine fette, riesige Stadt. Die werde ich haben wollen. Da werde ich erstmal richtig fett loben.
Okay, die sind schwer, die Gegner. Temperatur wird langsamer, glaube ich. Vom Steigen her. Die rennen trotzdem. Und dann können wir hier endlich anfangen. Mit dem Bau von, ihr wisst schon, alles. Also da können wir endlich ausprobieren, was man hier alles treiben darf. Oh, der war aber jetzt nah, der hat mich verpeilt. Ach, scheiße, wie viel hält der denn aus? Der darf mich jetzt auf keinen Fall töten. Ich will einen Schlafsack bauen. Ich will hier jetzt bleiben. 26er, 26 Starkill. So, Sleeping Bag. Ach, leck, leck, leck. Das liegt an der Mod. So. Oh, leck doch nicht so derb. Dann mache ich einfach auf das Haussymbol. Das ist einfacher. Oh. Wo ist denn der doofe Schlafsack? Ich habe vergessen, wie der heißt. Peinlich. Da. Oh, der heißt Schlafsack. Okay. Ah, das ist alles gemischt. Er will. Oh. Noch genau das. Fertigen. Und dann rasten wir hier. Warum wird mir denn noch weiter heiß? Ne, mir wird kühl, alles klar. Oh, Gott sei Dank. Okay, ist im Menü gelandet oder was? Habe ich nicht auf Fertigen geklickt? Ach so, der braucht halt seine Zeit. Ist halt sehr entspannt. So, es wird kühler. Ich hab's geschafft noch irgendwie. Ich lege diesen Schlafsack hier hin, werde eine Runde ratzen. Es ist eh schon wieder 19 Uhr noch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge von 7 Days to Die: War of the Walkers. Ich freue mich drauf und es wird spannend. Da geht's richtig los hier. Yeah!